Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Doko Sarita Tamashi. Ja, heute wollen wir uns ja erstmal hier das optionale Dorf ansehen, sag ich mal. Nämlich das Dorf der Marus. Feng Shui. Ich will mal überall schön umsehen. Sieht es nicht unglaublich saftig aus, unser Gemüse? Wieder mal ein bisschen durchzwitschen, die Truppe. Ich denke mal, den Bär würde ich vielleicht sogar erstmal hier rausnehmen. Wie nehme ich jetzt stattdessen mal wieder rein? Ja, die übrigens gleich, glaube ich, alle nicht so sehr gegen den Kampf. Aber ich glaube, die Heilerin nehme ich mal wieder. Unsere Endes ist ja wieder absolut prächtig. Und was kriegt dabei von Ying und Yang freigeschaltet? Mein liebes Kind, wie ich sehe, hast du Besucher mitgebracht. Falls jemand ein wenig Ruhe braucht, seid ihr hier stets willkommen. In meinen 302 Jahren habe ich schon so manche Besucher empfangen. Ja, ja. Ich kann sogar schon unseren Kaiser Shuyoyang, als er noch in den Windeln steckte. Ja, ja. Ich doch auch. Ich habe schließlich auch schon 180 Jahre auf dem Buckel. Oh Mann, ob diese Marus männlich oder weiblich sind oder ob 3 oder 300 Jahre alt, die sehen einfach alle komplett gleich aus. Stimmt, man munkelt, der Kaiser liegt im Sterben. Wie alt ist der? Wie alt genau ist der Mann noch gleich? 92 Jahre. Was? Er ist 92? Och nein, so ein junges Küken. Und schon müsst ihr bald das Zeitliche segnen. Ha, ihr vergesst, dass die Menschen eine viel kürzere Lebensdauer haben als wir. 92 ist für Menschen sogar bereits ein sehr hohes Alter. Ach ja, da war ja was. Nun, es ist trotzdem traurig, wenn man gewisse Leute und ihr Leben lang kannte, sah, wie sie geboren und groß geworden sind. Und dann sieht man auch, wie sie aus dem Leben scheiden. Das ist der Preis des hohen Alters. Ja, ja. Das Zahnrad der Zeit nimmt dir nach und nach alle, die du kennst und dir wichtig waren. Aber eines Tages, wenn auch meine Zeit gekommen ist, dann werden wir uns alle wiedersehen. Ja, ja. Mein Mann ist leider auch schon seit 20 Jahren tot. Ich weiß noch, wie ich ihn damals im zarten Alter von gerade mal 70 Jahren kennenlernte. Und was wir damals so alles miteinander getrieben haben, das waren noch wilde Zeiten. Ja, ja. Ich verstehe. Ich würde euch wirklich unheimlich gerne weiter zuhören. Aber nun ja, wir haben noch viel zu tun. Diese Jugend von heute, keine Zeit für Entspannung, was? Ja, auf jeden Fall. Bei der kann man sich halt auch immer umsonst heilen. Also macht jetzt eigentlich keinen Unterschied, ob man ja in das Dorf hier geht, um sich kostenlos zu heilen oder also im Sonnenquartier bei der Statue oder hier halt in dem Dorf bei der Pandamaru. Das macht wirklich keinen Unterschied mehr. In den anderen Städten, da muss man jetzt zumindest 100 Gold zahlen, ne? Ja klar, ist jetzt auch nicht wer weiß wie viel, wenn man jetzt gerade ein bisschen so faul ist, eine schnelle Reise zu machen. Aber ja, ansonsten kann man auch hier hinkommen. So, was haben wir denn da? Leck mich fett, eine Arena voll Pandas. Oh klasse, das scheint gerade ein Arena-Kampf mit im Gange zu sein. Verdammt, du Elend des Bissvieh hast meine 3 Begleiter getötet. Aber dann gut, so muss ich das Gold zumindest nicht aufteilen. Mit mir wirst du nicht so leichte Spielchen haben, Freundchen. Mach dich bereit, die wahre Stärke eines Samurai zu erleben. Zu schade. Und wieder eine Truppe, die gegen unsere Bestien nicht ausrichten konnte. Nun ja, aber zumindest haben sie uns einen halbwegs guten Kampf geboten. Okay, Uxbeard, es sieht so, dass sie leicht vom Boden kratzt. Ich finde solche Kämpfe abscheulich. Hierbei kommen sowohl Menschen als auch Tierwesen zu Schaden. Zumal die Tierwesen aus ihrem Lebensraum entführt werden und gezwungen werden, dann diese Kämpfe auszuführen. Und das alles nur zur Unterhaltung. Diese Kämpfe sind aber eine jahrtausendalte Tradition bei uns, Marus. Sie gehören einfach dazu. Tradition hin oder her, ich finde es abscheulich.
Ich auch. Ich mag solche Spiele einfach nicht. Kämpfe die Marus selbst denn auch hin und wieder gegen diese Bestien? Bei den Göttern, nein. Wir sind doch nicht lebensmüde. Die Menschen wieder oben, nun ja, davon scheint es immer viele Lebensmüde zu geben. Deswegen läuft das Geschäft mit der Arena auch so gut. Fragt ihr doch mal den Arenameister, ob ihr hier kämpfen könnt. Das würde als Belohnung für euch eine Summe von 50.000 Gold geben. Und obendrauf noch 10 Drachenmünzen. Klingt eigentlich ziemlich verlockend. Ah, neue Herausforderung, wie ich sehe. Nun, wenn ihr so mutig seid, gegen diese Bestien zu treten, nur zu. Ihr dürft maximal zu viert gegen die Bestien kämpfen. Wollt ihr euch vorbereiten oder seid ihr bereit? Noch nicht bereit. Ja, könnten wir zwar machen, aber das würde sich jetzt halt sehr ziehen. Ich denke, da warten wir, wenn wir ein bisschen stärker sind. Ich meine, wenn wir jetzt Gold und hätten, dann vielleicht schon, aber das haben wir ja nicht. Wir kommen ja noch gut zurecht. Gehen wir natürlich den einen Weg, den wir da voll nicht reingingen. Da gehen wir jetzt stattdessen da raus. So, das sind jetzt ziemlich harte Brocken hier. Die Waldriesen. So, Hurricane ist auf jeden Fall gut. Was war hier? Genau, großes Feuer war gut. Die lassen sich definitiv nicht so mit einem Mal töten. Das habe ich schon eingestellt, das weiß ich. Keine Ahnung. Ach, genau, Spinnengift. Dann haben sie wieder direkt weniger Verteidigung. Das wäre schon ganz gut. Schön alle Items ausnutzen. Oh mein Gott. Wir konzentrieren uns wirklich hier nur einzeln auf die ganzen. Weil die doch schon sehr hart sind. So, große Heilung unbedingt. Mal weg. Wir brauchen jetzt aber erst eine Heilung Shenwu. Der aber auch mal weg sein. Nochmal auf Shinwu. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Na also, Mann. Wow. Okay, Heilung. Kannst du erstmal knicken. So, der muss auch ohne geschwächt werden. Erstmal Frau Panda zurück in den Kampf. Obwohl wird es noch nötig sein. Ja, komm, mach mal. Wir haben hier genug Kriegsalz. Und diejenigen, die wiederbelebt wurden in einer Runde, die können halt direkt nicht direkt angegriffen werden. Das ist eigentlich generell in meinen Spielen so. So, Heilung. Na okay, ich glaube, da hätte noch die normale Heilung gereicht. Jawohl. Kraft sammeln gelernt, Sturm erlernt, Schockpfeile, sehr gut.
Sehr, sehr gut. Alles gute Fähigkeiten. So, bevor wir uns jetzt in den nächsten Kampf stürzen, wir werden alle geheilt, soweit es geht. Dann, ich glaube. Jetzt will ich tatsächlich mal ein bisschen Rüstung hier erstmal kaufen. Für Heilerinnen und Magierinnen. Am besten direkt die Rüstung der meisten Verteidigung. Für alles. Poirise Toimega. Das ist das beste Schild. Zwei Stück. Takula Tofu. Ah ne, Tofau. Warte mal. Genau. Tofu Helm. Der war auch nicht schlecht. Tandu Tandu. Das ist der beste Helm. Und Tosai Gusoku. Das wäre die beste Rüstung, die können wir uns noch nicht kaufen. Aber das reicht ja schon erstmal. So, bestes Schild, bester Helm. Bester Helm. Bestes Schild. Nochmal verkaufen. Hier diese zwei. Akizashi. Ah gut, und hier noch einmal Regenbogen. Bestimmt, da gibt ja auch noch was. Dann können wir tatsächlich auch schon einmal hier, ich würde sogar sagen, für die Heilerin kaufen. Jetzt sind wir natürlich wieder komplett pleite, aber so geht das halt. Alles hat seinen Preis. Aber irgendwie auch komisch, ne? Dass Frau Panda für sich selbst hier quasi jetzt eine Rüstung kauft. Nee, gut, es kauft ja alles Shenwu, aber und er gibt ihr das dann quasi. Aber naja, es trotzdem ein bisschen seltsam. Aber mein Gott, es ist immer noch ein RPG, ne? Das muss jetzt nicht hundertprozentig, wer weiß, wie realistisch sein. Da sind wir an sich schon mal ganz gut dabei. Aber jetzt, solange wir noch hier sind, will ich, glaube ich, noch mal ein bisschen switchen und die Heilerin wieder rausnehmen und stattdessen den Bär reinnehmen. So, Kraft sammeln auf alle Fälle. Dann haben wir die Eiseskelt. Und hier versuchen wir die mal jetzt wieder so zu vernichten. Schade. Sehr gut. Ein Bär lässt sich nicht verwirren. Nein, ein Bär lässt sich auch nicht einschläfern. Ein Bär entscheidet selbst, wenn er die Winter schlaft. Oh nein. Hält. Schnell. Boah, ich hoffe, Melly ist schneller. Sonst könnte das böse ausgehen. Die müssen unbedingt weg hier. Mann! Klappt das nicht mehr? Nein! Zumindest ist er aufgewacht. Wie es aussieht. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt hier wird von Ocean aus. Ist immer noch da. Und die nicht mehr. So, die ist auch nicht mehr. Komm. Und? Ja, komm, die machen wir noch schnell so fertig. Perfekt einfach. Sehr gut, zwei Ringschuppen. Sogar. Also lohnt sich eigentlich schon relativ gegen die Lami zu kämpfen, zumal die auch manchmal diese wertvollen Ringschuppen droppen. An sich
viel Gold und Erfahrung geben. Und dann gibt es ja sogar noch eine Errungenschaft, wenn man eine bestimmte Anzahl besiegt. Komm, ich glaube, das machen wir sogar. Gerade mal Shop aufrufen, ein bisschen wieder was verkaufen. Da habe ich sogar noch was gesehen, was ich verkaufen kann. Neben den Regenbogen-Shoppen, nämlich. Ja, Pfefferzahn ist ja auch gar nicht. Na gut, ist jetzt nicht so viel, aber immerhin. So, jetzt können wir uns nochmal das kaufen. Ja, und dann haben wir auch die Magierin bereits voll ausgerüstet an Verteidigung. Sehr schön. So, dann brauchen wir natürlich Heilung und so. Ja, der Rest passt. Genau, da waren wir hier schon so weit. Dann geht es an sich dann noch im Prinzip nach rechts. Da müssen wir, glaube ich, in den Sumpf kommen, in den Zumi-Sumpf. Genau. Und da haben wir jetzt wieder mit Banditen zu tun. Stimmt, ich glaube, ich nehme dann gleich auch die Mai Li raus, weil hier im Sumpf, da ist dann, glaube ich, jetzt wieder die Quai Vi gar nicht so schlecht. Weil Magie bringt jetzt nicht unbedingt, wer weiß, wie sehr beim Banditen. Da sind die anderen Kämpfer besser und die Quabber sind zwar auch hier, das sind Wasserwesen, aber da hat die Quabia noch ihren Donnerstich. Ja, keine Ahnung, ist eigentlich egal, was wir hier nehmen. Hm. Schade. Ja, wir sind die Banditen noch eigentlich so anfällig dafür, direkt getötet zu werden. Nicht halt auf mich gehen, ne? Denk dran. Wenn ich weg bin, dann kann ich keine Let's Plays mehr machen. Jetzt. Oh mein Gott, das sitzt alles gerade. Ja, kein Problem. Das Gute an den Banditen ist ja, die geben viel Gold und droppen viele Waffen, die man dann auch nochmal verkaufen kann. Aber was machen wir erstmal jetzt? Genau, erstmal noch ein bisschen heilen. Ja, er braucht ja kein SP. So, jetzt nehme ich nochmal die Schwester raus. Die Sister, genau. Stattdessen nehme ich dann jetzt hier die Quai Vi. Aber muss ich jetzt, also da versuche ich die schon so weit zu umgehen, weil das sind auch die Gegner, die immer respawnen hier. Herzlich.
genau, für die Quavier könnte ich gleich noch die beste Waffe direkt nehmen. Oh, Mann. Okay, die Banditen hauen nicht so schön mehr rein. Hier. Stimmt, ab dem Sumpf werden die ja um einiges stärker. Und dann im Quartier sind sie nochmal besonders stark. So, was machen wir jetzt? Hier einmal draufhauen, da draufhauen, da draufhauen. Da. Perfekt. Perfekt. Einfach perfekt. Und perfekt ausgewichen. Oh, pure Perfektion einfach. Gebraucht. Egal. So, die Pilze sind alle weg erstmal. So, wie machen wir das jetzt am besten? Genau, erstmal im Shop aufrufen und Waffen und Rüstung und sowas. Mal effektiv gegen Schlangenwesen. Nicht unbedingt jetzt tatsächlich. Sicher effektiv gegen ein bisschen plus 68. Ah, auch nicht unbedingt. Da war noch irgendwo so ein guter Speer. Ja, genau. Tanaya. Effektiv gegen Wasserwesen, also nochmal besonders effektiv, aber auch an sich 88 Schaden ist halt der beste Speer. Nehmen wir. Das war schon richtig rein. Kostet viel, aber ich denke, das ist alles wert. So, Charakterbrief von Shuo Yang freigeschaltet. Dann geht's da noch nach oben. So, da ist noch ein Eichkristall, aber eigentlich erstmal nicht. Möge der Segen des Kitsune mit euch sein, sagt uns der Tempelhüter. Ja, da ist noch eine Münze. Hier war noch ein bisschen versteckt. Charakterbrief von Ariana. Da ist auch noch eine Münze. Und dann schlage ich vor, machen wir wieder eine schnelle Reise zurück zum Sonnenquartier und investieren da wieder ein paar Drachenmünzen. Damit können wir uns, glaube ich, ja, zwei Überraschungsboxen kaufen. Ansonsten, ja, was könnte man noch an Gold ausgeben? Erstmal vielleicht nochmal verkaufen. Eigentlich für alle erstmal so die beste Rüstung, würde ich sagen. Das ist erstmal das, worauf wir den Fokus legen. So, oh, das gibt richtig viel Kohle. Na, ich sag ja, Goldmangel ist hier eigentlich nicht der Fall, ne? So, für Shen Wu am besten, für den Hauptcharakter. Wäre schon mal ganz gut, wenn er komplett gut an Verteidigung ausgerüstet ist. Immer die besten Schilder direkt nehmen hier. Poirise, Toy, Mega. Tando Tando. Posei Gozuko. Genau, dann hätten wir schon mal den nächsten gleich voll ausgerüstet. Erstmal Überraschungsbox. Welche Überraschung? Und noch eine. Und mehr können wir uns nicht leisten, ne? Nee. Genau. So,
erstmal hier aus. So, sehr schön. Jetzt mal die Überraschungsbox öffnen. Drachenmünze, Schutzschuh. Oh, die ersten Schuriken, Aufschlusstrank. 5 mal Sake. Das war eine gute Box. Wirklichkeitssamen, Königsjuwel. Oh. Und Shigata-Schuriken wieder. Geil. Unagi. Und Drain Schutzschuh. Auch keine schlechte Box. Okay, ja, wunderbar. Dann mal wieder verkaufen, ihr Königsjuwel. 8000. Sehr gut. Aufstiegstrank? Nee. Könnte man für viel Gold verkaufen, aber das ist mir nicht wert. Den nehme ich lieber so. Okay. Naja gut, weil die Schuriken haben wir ja schon gar nicht so verkehrt, die auch dann einzusetzen. Generell so mit AOEs jetzt zu arbeiten wir ja nicht so verkehrt. Ich glaube, ich nehme mal den Bär raus. Achso, erstmal Wirklichkeit. Keine Ahnung. Kanguru. Ansonsten. Da nehme ich erstmal den Bär raus. Weil jetzt gerade mit den Banditen, da ist ja schon viel, kommt viel auf AOE an. Ja, wie gesagt, Quavi kann die Shuriken benutzen. Ja, Kanguru macht eigentlich so ganz gut fertig mit seiner Armbrust. Direkt weg. Wie ist denn mit dem Beknacktophanten? Warte mal, steht da Beknacktophan? Ich hoffe, ich habe das T nicht. Nee, aber ich meine, da müsste doch Pfand stehen, ne? Steht, ist wahrscheinlich nur jetzt abgeschnitten, da weil der Name so lang ist. Soll ich sonst noch jemanden? Naja, solange wir Schuriken haben, passt das. Ansonsten kann ich da vielleicht noch Zion nehmen. Für die anderen AOEs halt. Quatsch. Pferd wollte ich. So, dann müssen wir noch mal in nach Wameng. Ja, von da aus gehen wir dann noch mal in den Sumpf und schauen uns dann weiter da um. Aber das auch im nächsten Part. Und bis es soweit ist, will ich auch hier wieder sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.